Hä? Was ist das hier? Moin, moin. Ach komm, nee, ey, macht ihr das noch oder was? Macht mal lieber, macht mal eine Wiederholung oder sowas. Macht mal irgendwie nochmal hier so Filmfights oder so. Ich hab keinen Bock heute. Oh, stimmt. Oh, gut, dass ihr es sagt. Ich wollte lange mal Schöffe werden. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was Schöffen sind, aber Schöffen sind Leute, die haben sehr viel Zeit. Sehr viel Zeit. Und diese Leute werden Schöffen und die können dann, die sind dann halt so Laienrichter, aka normale, faule Menschen. Die können aber auch entscheiden, ob Leute sterben oder nicht so. Das ist halt dann, geht trotzdem. Und als ich das Konzept erfahren habe, dachte ich mir, das ist es. Das ist meine Berufung. Das ist großartig, da bin ich sofort dabei. Aber damals, glaube ich, war ich 22, als ich das Konzept des Schöffen erfahren habe. Ich weiß nicht, ob das ein gutes Alter ist für das erste Schöffenerlebnis oder nicht. Vielleicht werde ich da jetzt geschämt im Chat. Keine Ahnung, ich weiß nicht, wie der Chat heute drauf ist. Ich weiß nicht, was der Donnerstag-Chat sofort hat. Und dann hieß es aber, nee, um Schöffe zu werden, muss man mindestens 25 Jahre alt sein. Dann habe ich diesen Traum genommen, in eine Traumkapsel aufgeschraubt, Traum rein, Traumkapsel zugeschraubt und weggeworfen und gesagt habe, vielleicht irgendwann spült das Meer die nochmal an, die Traumkapsel. Und jetzt, in diesem Moment, kam die Traumkapsel zurück und mein Traum, Schöffe zu werden, ist wieder da, denn mittlerweile habe ich die 25 überschritten. Ja, natürlich, auch ich werde älter. Ich bin klar, natürlich, mental bin ich ein Jungspund. Mental bin ich noch auf so einem Sprungstab, irgendwie schön durch die Siedlung hüpfe ich da hoch und runter. Aber es gibt auch für mich jeden Tag weiter ein großer Schritt gen Sarg. Und das heißt, ich könnte jetzt Schöffe werden, aber ich muss halt auch gucken, wie es jetzt mit Creepjack ist. Und ich habe jetzt, ich weiß nicht, ob ich jetzt die Zeit habe, ob sich das jetzt noch lohnt oder so. Ich war diese Woche das erste Mal seit sehr, 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 sehr langer Zeit mal wieder unterwegs. Und ich werde es nicht wieder tun. Ich werde es nicht wieder tun. Ich dachte mir, okay, Sommer geht los, ich brauche irgendwie mein Beachboard. Und bin losgerannt und mein Körper hat mir gesagt, nope, nee, das machen wir jetzt nicht mehr. Das machen wir nicht mehr. Das hatten wir gesagt, das machen wir nicht mehr, da haben wir drüber gesprochen. Und das machen wir nicht mehr, hier ist ein fucking Muskelkater und alles voller fucking Wasserpfeifen. Überall, du rennst den ganzen Tag an Wasserpfeifen vorbei. Ich habe noch nie so viel passiv geraucht, mache ich nicht mehr. Ich mache keinen Sport mehr, habe keinen Bock mehr. Ich dachte mir so, ja, ich habe ja auch faules Fidschi Staffel gesehen, guckt es euch an, jetzt Staffelfinale. Ich dachte mir, ja, Colin, irgendwie, der läuft zu viel, da kann ich auch ein bisschen laufen, toll. Und es ist mir zu nervig irgendwie, es ist mir wirklich zu nervig. Und vor allem dann, teilweise bin ich auch so langsam, dass mich spaziergehende Rentner überholen. Und dann denkt man sich auch, Leute, es funktioniert so nicht. Es funktioniert einfach nicht. War eine Zeit lang im Urlaub. Ich habe eure Kommentare gelesen hier von letzter Woche. Viele Leute beschweren sich über meine Stimme, dass sich meine Stimme geändert hat. Kann das sein? Hat sich meine Stimme wirklich verändert? Es kann schon sein. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Können wir vielleicht mal eine kurze Nahaufnahme von meiner Stimme machen? Aber ich weiß nicht, ob sich da was geändert hat. Aber gibt es sowas wie einen zweiten Stimmbruch eigentlich, dass man irgendwann sagt, so komm, jetzt ändern wir das nochmal. Dass man einfach irgendwie sagt, so in der sechsten Staffel, man sagt, fuck, Alter, die Stimme passt halt gar nicht. Gar nicht. Die Figur hat sich so weit entwickelt. Lass uns die Stimme nochmal ändern. Lass uns da Voice-Over drüber ballern oder so. Und dann sagt irgendjemand, so der Chef im Körper sagt, pass auf, komm, wir drücken jetzt nochmal den Stimmbruchknopf. Einfach, komm. Wer hat den Schlüssel? Den haben wir schon seit 20 Jahren nicht mehr verwendet. Hol den Schlüssel. Zack, Stimmbruch oder hallo, guten Morgen. Herzlich willkommen bei Moin Moin. Und dann geht die ganze Heiserkeit wieder los. Ich weiß es nicht. Mir ist es auch egal, ehrlich gesagt. Mir ist es auch egal. Irgendwann werde ich sowieso mit dem Geheimnis hinterm Busch hervorkommen müssen, dass ich seit 20 Jahren synchronisiert werde von einem professionellen Synchronsprecher. Und früher oder später kommt das wahrscheinlich raus. Es gab on air schon ein paar Momente, wo es kurz davor war, dass man es gemerkt hat. Aber wir sind ein sehr gutes Team. Wir sind sehr gut eingespielt. Deswegen merkt man das so wenig. Ich weiß gar nicht, ob ich damit direkt anfangen soll, weil ich weiß, dass ja immer viele diese Sendung hier gucken beim Frühstück. Und ich sag mal so, ich habe diese Woche einen Abstecher in meinen eigenen Körper genommen, um es mal so auszudrücken, und gemerkt, dass der menschliche Körper, also Dinge in der Hinterhand hat, wo man selbst nach 29 Jahren nicht mit rechnet.
Aber er ist immer für eine Überraschung gut und denkt sich, ich habe jetzt so das Gröbste durch. Ja, man denkt sich ja, keine Ahnung, so mit 18 ist man so durchs Tutorial durch. So, man hat mal alles geguckt, oh, da kommt das raus, da kommt das raus. Ugh, okay, naja, okay, habe ich gesehen. Und dann denkt man sich, alles klar, in die große weite Welt, los geht's. Jetzt musst du hier diese Bombe suchen und den Pfeil und Bogen und den Bumerang. Und dann steuern, steuern, steuern. Und das ist das Leben. Aber eigentlich denkt man sich so, das Tutorial, da bin ich durch. Nope, es gibt eine Menge DLC. Es gibt, hoiuiui, es gibt eine Menge DLC für die Abartigkeiten des menschlichen Körpers. Ich weiß gar nicht, ob ich damit starten soll, weil es wird wahrscheinlich einige das Frühstück verderben, aber ist das Problem an Dingen, am menschlichen Körper ist, es gibt Dinge, die man über seinen menschlichen Körper lernt und die man nicht wieder vergisst und die kriegt man nicht mehr raus. Und deswegen beneide ich alle, die anders als ich wenig Ahnung von der menschlichen Anatomie haben. Und ich sag mal so, es gibt ja, woran erkennt man einen guten Freund? Das ist erstmal die Frage, woran erkennt man einen guten Freund? Einen guten Freund erkennt man daran, dass er einem Dinge sagt, die einem anderen nicht sagen. Und weil hier von wegen, ja, wow, hier, du bist so toll, du bist so schön, du bist so intelligent, ja, dafür habe ich einen Chat. So, das kommt jede Woche rein. Du weißt alles, du hast deine Fakten, du kennst dich mit Technik aus, Windows beherrschst du, wie eine Klaviatur, eine virtuose Klaviatur der Informatik, du kennst alle Knöpfe bei Windows, alle Shortcuts, so, ja, dafür habe ich einen Chat, dafür habe ich YouTube-Kommentare, dafür brauche ich keine Freunde. Aber Freunde braucht man, um einem, die einem die Dinge sagen, die einem sonst keiner sagen. Und tatsächlich, und es ist ein Thema, das vielleicht manche betrifft, wurde mir gesagt, dass ich Mundgeruch habe. Und das ist tatsächlich etwas, wo man erstmal natürlich sagt, okay, Abstand, ja, das ist ein heikles Thema, hört man nicht gerne. Auf der anderen Seite denkt man sich, langfristig gesehen, danke, dass mir das jemand gesagt hat, weil es fällt wahrscheinlich auch anderen auf. Und ja, das ist anscheinend ein Problem. Und dann merkt man es auch plötzlich, weil das ist ja auch immer so, das ist wie wenn seine eigene Wohnung stinkt und man es nicht merkt. So ist es, wenn der eigene Körper stinkt. Man merkt das oft nicht, weil man lebt da jeden Tag drin. Man hat sich eingewickelt. Die Nase sagt irgendwann, Leute, ich krieg hier alle 2 Sekunden diesen Geruch rein. Könnt ihr damit was anfangen? Gehirn sagt, nee, ohnehin nicht. Die Nase habe ich vor 400 Jahren in der Evolution aufgegeben. Lass es. Und irgendwann sagt die Nase, ja gut, dann kriegt ihr halt auch keine Informationen mehr von mir. So, und dann ist es halt weg. Und dann bin ich abgestiegen in die tiefe Welt der menschlichen Anatomie und möglicher Ursachen für Mundgeruch. Und ich weiß nicht, ob manche Menschen mit diesem Phänomen schon Bekanntschaft gemacht haben. Alle, die es nicht getan haben bis jetzt, schätzt euch glücklich. Und zwar bin ich abgestiegen in die fantastische Welt der Mandelsteine. Oh ja, oh ja, oh ja. Wir müssen drüber reden. Moin Moin ist ein exklusives Enthüllungsformat und der menschliche Körper gehört enthüllt. Wir werden Dinge lernen und tut mir bitte einen Gefallen und googelt es auf gar keinen Fall. Niemals googeln, falls ihr damit nichts zu tun haben wollt, ist es furchtbar. Aber anscheinend gibt's so Ablage und vor allem, ich wusste erstmal gar nicht, was Mandeln sind. So, und dann habe ich erstmal überlegt, die Person meinte dann so, ja, das könnte Mandelsteine sein. So, das sind so Ablagerungen in den Mandeln und es kann dazu führen, dass man Mundgeruch hat. So, es kommt relativ häufig vor, kein Ding. Und dann hat die Person mich gefragt, so, hast du überhaupt noch deine Mandeln? Und ich so, hab ich noch meine Mandeln? Lass mich nachdenken. Gab's da nicht diesen großen Mandelskandal? Habe ich nicht damals irgendwie in der 7. Klasse meine Mandeln zu Hause liegen lassen? Was genau ist das eigentlich? Keine Ahnung. Ich war kurz davor, meine Mutter anzurufen, um zu fragen, sag mal, habe ich noch meine Mandeln? Wurden die irgendwann rausgerissen von diesem weirden Onkel, der damals ab und zu bei uns zu Hause war? Keine Ahnung. Ehrlich gesagt, ich kenne mich mit meinem Körper so wenig aus, dass ich A, nicht mal weiß, was Mandeln sind, B, nicht weiß, ob ich sie habe und C, keine Möglichkeit habe, damit zu interagieren. Stellt sich raus. Und dann habe ich so an, bei Comics gibt es das ja oft, dass es so, dass wenn Leute so schreien, dann wabbelt da so die Mandel da hinten so. Und das ist das einzige Phänomen, das ich kannte, dass wenn man anscheinend laut schreit, so Rick and Morty mäßig, dann wackelt so die Mandel. Das war alles, was ich damit assoziiert habe. Stellt sich raus, es gibt noch viel mehr Mandeln, es ist ultra weird und ich habe dieses Körperteil entdeckt und im Grunde ist es furchtbar
Und tatsächlich hat sich herausgestellt, dass ich keine Mandelsteine habe, sondern es von was anderem kommt. Nämlich, dass ich noch ein 2 Jahre altes Snickers hinter den Zähnen hatte. Naja, habe ich irgendwann mal aufgehoben für schlechte Zeiten, aber stellt sich raus, keine gute Idee. Und das heißt, ich habe die ganze Woche gewürgt, weil man muss ja da seinen Würgereflex umgehen, weil also an den Mandeln ist ja dieser krasse Würgereflex. Das habe ich auch nie verstanden, wenn Leute sich so in Filmen oder so Finger in den Mund stecken, um sich zu übergeben. Ich habe nie, auch nur im Ansatz gerafft, was da passiert. Warum muss man sich übergeben? Ich wollte es auch nie ausprobieren, weil ich es immer unangenehm fand. Aber tatsächlich, wenn man da an die Mandeln kommt, dann hat man einen krassen Würgereflex. Das heißt, ich habe jetzt die letzte Woche damit verbracht, mir meinen Würgereflex abzugewöhnen. Als Hobby macht man. Ich habe es tatsächlich einigermaßen hinbekommen, aber es hat hinten und vorne nicht funktioniert. Und es war auf jeden Fall furchtbar. Und stellt sich raus, es gibt eine komplette Industrie rund um Mandelsteine. Und wehe Leute, wenn irgendjemand irgendein Bild dazu postet, wird sofort von mir ignoriert. Ne? Ich verstehe da keinen Spaß. Das muss jeder selber entscheiden, ob man das googelt oder nicht. Aber bitte postet auf gar keinen Fall Bilder, weil es ist wirklich, vor allem nicht zum Frühstück. Es ist wirklich, wirklich unangenehm. Und ihr könnt diese Bilder nicht mehr ungesehen machen. Und es gibt eine ganze Industrie dazu. Da gibt es dann so Mundduschen und so Pinzetten. Und ich habe mir das alles bestellt und habe alles verschiedene ausprobiert. Ich habe mir sogar so eine kleine Saugvorrichtung gebaut, die überhaupt nicht funktioniert hat. Und es war auf jeden Fall eine absolute Katastrophe, es hat nicht funktioniert. Und dann dachte ich mir aber, was ist daran schlimm, heißt es im Chat. Ich weiß nicht, ob du die Bilder meinst, naja, ist halt Ansichtssache, aber an sich, wie gesagt, kann es zum Mundgeruch führen, weil es gibt dann anscheinend hinten so im Rachenraum die Krypten, cooler Name. Extrem ekelhaft. Und es sind anscheinend einfach so Unebenheiten und Rillen im Rachenraum, wo dann irgendwie halt so, keine Ahnung, halt sich Schokobons sammeln so halt. Und dann frisst er halt 3, 4 Tüten und dann sagt der Rachen, da will ich auch was haben. Steuern, ja, da sind wir schon wieder. Das Leben besteht aus Steuern und die Mandeln sagen, wir wollen einen Teil davon haben. Und dann sammeln die sich das und dann haben die so viel, dass sie das alles nicht selber essen können und dann verrottet das alles in dem Kühlschrank, kennen wir auch alles. Und im Grunde so ein bisschen, die Mandeln ist der Kühlschrank des Menschen, wo halt dann irgendwie die ganzen widerlichen Reste übrig bleiben. Da hast du dann so widerliche Tupperdosen, die du seit 3 Jahren nicht aufgemacht hast, wo du denkst, jetzt mache ich die garantiert nicht mehr auf. Und die sind dann halt da. So. Und letzten Endes stellt sich aber raus, hat einen anderen Grund. Und ich war beim Hals-Nasen-Ohrenarzt. Sie hatten mir erst überlegt, ob das okay ist. Kann ich in der jetzigen Zeit zum Hals-Nasen-Ohrenarzt gehen und sagen, ja, ich habe Mundgeruch. Ist das, kann man das behandeln und so? Und die einfach sagen, sag mal, haben Sie eine Ahnung? Und aber es war alles in Ordnung. Und tatsächlich ist es, hat diese HNO-Ärztin mich sehr skeptisch angeschaut beim Thema Mandelsteine. Anscheinend hat die das schon häufiger gehört und die war da komplett anti. Die hat gesagt, wissen Sie was, vergessen Sie Mandelsteine, ist scheißegal, die wachsen nach, die sind nicht so ein großes Problem. Und dann dachte ich, okay, dann ist es vielleicht nur so eine große Geldmacherindustrie, wo ganz viele auf Amazon jetzt Panik haben und ihr bestellt euch Sachen und guckt nach. Aber im Grunde ist es gar kein Problem. Aber auf jeden Fall habe ich dann eine komplette Wandlung durchgemacht in einer Woche. So, das ist auch interessant, wenn man in so ein Thema einsteigt und plötzlich denkt, das ist das Wichtigste der Welt. Und dann trifft man einen Professionellen, der sagt, nee, das ist nicht wichtig. Und dann denkt man sich, ja, sogar ist nicht wichtig. So, und dann ist es wieder weg, das Thema. Dann hat man es wieder vergessen. Und es war auf jeden Fall ein wilder Ritt diese Woche, ehrlich gesagt. Ich habe meinen Körper kennengelernt auf eine andere Art. Und einfach mal so einen Abend lang im Badezimmer stehen und einfach sich seinen Würgereflex abzutrainieren, ist ein Erlebnis, das bringt einen auch mal wieder zurück auf den Boden. Ich sag mal, ich bin Mensch, ich bin vom Erfolg geküsst, ich kenne Lars Pausen persönlich, ich habe nicht nur verflixte Ziffern, sondern auch verflixte Klicks und pfiffige Ziffern moderiert. Ich habe eigentlich alles geschafft, was man schaffen kann. Und ja klar, natürlich laufe ich manchmal durch die Straßen und denke mir, was machen die eigentlich? Warum laufen die auf derselben Straße wie ich? Dann, Stunden später, sitzt man im Bad und röchelt sich die Lunge raus und denkt sich, am Ende bin ich auch nur ein widerlicher Fleischhaufen mit widerlichem Crap drin, den man eigentlich nicht wissen will. So, und jetzt, weil die Woche furchtbar war für mich, ist sie jetzt auch für euch, weil das könnt ihr nicht mehr vergessen. Das Bild von mir könnt ihr nicht mehr rassen. Aber es ist, ich finde, man sollte über solche Dinge reden. Es ist ein ganz normales Thema und falls ihr eine gute Freundschaft habt, dann seid doch der gute Freund, der auch mal sagt, Alter, du stinkst. Mach was dagegen und dann kann man was dagegen machen und dann sind am Ende alle glücklich. Ist doch wunderbar.
Gut, okay, habe ich jetzt schon mal direkt meine Tinder-Chancen um weitere 99% reduziert. Okay, naja gut, kein Problem. Und woran lag es jetzt? Beim HNO-Arzt, da hieß es, es wäre eine Mandelentzündung. Und so, und jetzt komme ich wieder, weil ich bin der klassische Overthinker, der denkt, und dann meinte sie so, ja, die Mandeln sind gerötet und geschwollen. Und ich dachte mir so, könnte was damit zu tun haben, dass ich die letzten 3 Tage da komplett drauf rumgedrückt habe mit verschiedenen Utensilien. Aber ja, reden Sie weiter. Ja, ist eine Entzündung. Klar. Ja. Ja. Okay. Sie haben einen Doktortitel. Klingt gut. Ja, aber es kann viele verschiedene, und es ist so geil, es ist wirklich so dieses klassische Klischee mit Symptome googeln. Ich habe wirklich da mal geguckt, Mundgeruchursache, was kann es alles sein, Symptome, und es stand halt straight Krebs einfach drauf, Magenkrebs halt direkt. Und denkst dir, welches Symptom kann nicht von Krebs eigentlich hervorgerufen werden? Was ist das für eine fucking Krankheit, dass die alles erzeugen kann an Symptomen? Aber auf der anderen Seite würde ich auch da als Cyberarzt lieber eine Krankheit zu viel reinschreiben bei einer Symptomanalyse als zu wenig, weil am Ende sagt jemand, Moment mal, da stand jetzt das und dann hatte ich am Ende Krebs und nee, deswegen eigentlich geht man auf Nummer sicher, wenn man bei allem dazu schreibt, auch bei jedem Rezept, chefkoch.de am Ende immer, vielleicht haben die Krebs, kann sein. Naja, war auf jeden Fall ein langer Weg, aber sehr, sehr, sehr unangenehm auf jeden Fall. Man denkt, man kennt sein, und es wird ja wahrscheinlich immer schlimmer im Alter, dass man plötzlich so Körperteile entdeckt, die plötzlich Stress machen und man sich denkt, wo warst du die ganze Zeit eigentlich? Was hast du für mich die ganze Zeit gemacht? Irgendwann kommt dann die Leber und man denkt sich, warum habe ich das? Weg damit! Ach ja, ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden, falls ich neue widerliche Körperteile an mir entdecke, erfahrt ihr es hier in der fantastischen Morning Show. Moin, moin als erstes.